Ja, ich denke, der Ludwig aus Reiding ist der nächste Andy Warhol. Wenn ich mir seine Silber-Performance anschaue, Wahnsinn! Unser Filmteam aus Reiding, Geburtsort von Franz Liszt, hat diesmal mit unserem Hauptdarsteller eine Solidaritätsreise zur renommierten Biennale nach Venedig organisiert, um sich vom Freiheitsgeist der Gegenwartskunst inspirieren zu lassen. Ich bin der Ludwig aus Reiding und wir schauen uns jetzt Venedig an. Hakler und Künstler haben ja viel gemeinsam, denn sie sind die Garanten der Freiheit, die Verteidiger sozialer Gerechtigkeit, besonders in Zeiten rechtspopulistischer Intoleranz. Und sie sitzen auch im selben Boot, weil sind beim Hakler Sozialleistungen bedroht, dann beim Künstler die Ausdrucksfreiheit. Streichen sie dem Hakler die Arbeitslose, dann vielleicht dem Künstler die Museumsausstellung. Was du hast, der marschiert oder was ein Mentor ist, dann kannst du was verkaufen und kannst du Plätzchen auch machen und legst auch Geld dafür. Da kann ich schon bauen. Das ist wie ein Erdkohler, ne? Ja, wie Erdkohler. Der Ludwig strahlt unheimlich Kraft aus. Und dieser subtile Humor, die internationale Kunstszene wird sich schon noch wundern. Okay, wenn du hörst, ist der, der was damals schon mit Heilbrich und Fließtank ausgestellt hat. Und einen Tonkopf hat auch gemacht. Er hat ausgehört mit lauter Diamanten. Ja, noch sind ja seine Arbeiten erschwinglich. Aber nächstes Jahr, ich würde jetzt kaufen. Nachdem wir uns inspirieren haben lassen, sind wir zurück nach Reiding. Und haben unsere eigene Kunstaktion gemacht. Dass der Ludwig aus Reiding bei der nächsten Venedig-Biennale dabei ist. Wie ich unten in Venedig war auf der Biennale, habe ich das auch gesehen. Und das ist hunderte Millionen Euro wert. Also, fahren wir weiter so.